Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, yeah, es geht wieder los. Ich bin wieder da. Ich habe wieder ein bisschen was zu erzählen und zu zeigen. Leute, die lange Durststrecke ist hoffentlich mal endlich vorbei. Und es geht jetzt morgen für uns zum Masterseminar in Hamburg-Altona im Taiyo Sportcenter. Dort nehme ich euch natürlich wieder mit. Jetzt geht es erstmal gleich in meine kleine Kung-Fu-Schule in Norderstedt. Dort werden die Erwachsenen unterrichtet und da nehme ich euch natürlich auch wieder mit und zeige euch ein bisschen, was wir da so alles machen. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim neuen Video. So, moin zusammen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Altona zum Taiyo Sportcenter und dort werde ich mich mit meinen Schülern treffen und dann geht's ab zum Masterseminar. Ja, das Masters ist auch schon wieder vorbei. Es war einfach wieder schön, nach so, so langer Zeit mal wieder unter Gleichgesinnten zu trainieren und mit Gleichgesinnten zu trainieren. Mich hat es auch sehr gefreut für meine Schülerinnen und Schüler, dass die einfach mal sowas kennenlernen konnten nach solch einer Zeit. Denn viele von denen haben in der Zeit von Corona angefangen, wo man nur unter sich trainiert hat oder halt sogar online halt nur trainiert hat. Und jetzt meine Schüler zu sehen, wie sie dann da halt einfach auch mal andere Leute kennenlernen, andere Lehrer auch mal kennenlernen und auch mal die ganze Atmosphäre aufnehmen konnten, ist einfach ein schönes Gefühl, hat mich auch sehr stolz und glücklich gemacht, das Ganze mitzuverfolgen, mitzuerleben. Ist immer wieder eine schöne Reise und immer noch, wie gesagt, immer noch ein Traum, den ich mir erfüllt habe mit meiner eigenen Kung-Fu-Schule und freue mich schon auf die Zukunft, was da alles noch so kommt. Und bin sehr stark motiviert und freue mich einfach drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Olli. Haut rein!